بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt: Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Gärten geben, durchalt von Bächen. Das ist der große Erfolg. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allahs Segen und der Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um die Eigenschaften der Gläubigen im Koran. Gläubig zu sein ist einer der größten Segen, die der Allmächtige Allah einer Person gewährt. So sagt Allah der Allmächtige im Koran: Wer rechtschaffen handelt, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, den werden wir ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen. Und wir werden ihnen ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten. Zitat Ende. Er sagte auch: Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Und keine Furcht soll sie überkommen, noch werden sie traurig sein. Zitat Ende. Wenn man den Koran gut betrachtet, stellt man fest, dass der allmächtige Allah viele Eigenschaften für die Gläubigen im Koran erwähnt. Eine schließlich Nummer 1, an der Gebetsverrichtung zu ihren Zeiten festzuhalten und all seine Säulen mit der gebührenden Unterwerfung zu vervollkommnen. Allah sagt so im Koran: Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind, und denjenigen, die ihre Gebete einhalten. Zitat Ende. Nummer 2, alles zu vermeiden, was nutzlos ist, sei es eine Aussage oder eine Handlung. Allah lobt die Gläubigen im Koran und sagt: Denjenigen, die sich von unbedachter Rede abwenden. In einem zweiten Koranvers steht: Und auch denjenigen, die keine Falschaussagen bezeugen und wenn sie im Vorbeigehen unbedachte Rede hören, würdevoll weitergehen. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihn, sagte so in einer Überlieferung: Zum guten Muslim sein gehört zu lassen, was einen nicht angeht. Zitat Ende. Nummer 3, Almosen zu geben, Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten. Wie der allmächtige Allah im Koran sagt: Die gläubigen Männer und die Frauen sind einer des anderen Beschützer. Sie gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche, verrichten das Gebet und entrichten die Abgabe und gehorchen Allah und seinen Gesandten. Sie sind es, derer Allah sich erbarmen wird. Gewiss, Allah ist der Allmächtige und Allweise. Zitat Ende. Nummer 4, sich mit der Keuschheit und der Frömmigkeit wappnen, wie der allmächtige Allah sagt, und diejenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre Richterhand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind herein nicht zu tadeln. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, befliegte Allah zu bitten, ihm Keuschheit zu gewähren, als er sagte: O Allah, ich bitte dich um Richtleitung, Frömmigkeit, Keuschheit und Selbstgenügsamkeit. Muhammad ibn al-Hanafiyya, einer der muslimischen Führer, sagte so in einer Aussage: Existenz eines Menschen liegt in drei Dingen: Keuschheit, Geduld gegen Schwierigkeiten und Gut und gute Führung der eigenen Angelegenheiten. Zitat Ende. Nummer 5, Vertrauen und Bündnisse zu erfüllen, da Glaube und Ehrlichkeit eng miteinander verbunden sind. Der allmächtige Allah sagte so im Koran: Und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihrer Verpflichtung Acht geben. Zitat Ende. In einem zweiten Koranvers steht: O die ihr glaubt, haltet die Abmachungen. Zitat Ende. In einem dritten Koranvers steht: Allah befiehlt euch, anvertraute Güter ihren Eigentümern wieder auszuhändigen. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad, Allahs Segen und der Friede auf ihm, hat zwischen Glauben und Ehrlichkeit verbunden, indem er einmal sagte: Wer nicht vertrauenswürdig ist, hat keinen Glauben. Und wer seinen Bund nicht hält, hat keine richtige Religion.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Friede sein auf dem Propheten Muhammad, auf seiner Familie und seinen Gefährten. O Allah, hilf uns, deiner zu gedenken, gegenüber deinen Gaben dankbar zu sein und dir gegenüber auf schönste Weise unseren Dienst als Diener zu erweisen. Zu den Eigenschaften der Gläubigen gehört auch, dass sie immer Zikr Allahs gedenken machen und auf die beste Weise auf Allah vertrauen. Allah sagte so im Koran: Es sind diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden. Sicherlich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Zitat Ende. In einem zweiten Koranvers steht: Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, wenn Allahs gedacht wird, und die, wenn ihnen seine Verse verlesen werden, es ihren Glauben mehrt und die sich auf ihren Herrn verlassen. Zitat Ende. Das wahre Tawakkul, also das wahre Vertrauen auf Allah, bedeutet, sich treu auf Allah zu verlassen und gleichzeitig die verfügbaren Mittel durch harte Arbeit und Fleiß zu nutzen. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte so in einem wichtigen Hadith: Wenn ihr aufrichtig auf Allah vertraut, wird er für euren Lebensunterhalt sorgen, wie er auch für die Vögel sorgt. Morgens gehen sie mit leerem Magen hinaus und abends kehren sie mit gefülltem Magen zurück. Zitat Ende. Die Wirkung des echten Glaubens erstreckt sich auf die gesamte Gesellschaft. Denn ein wahrer Gläubiger ist weder ein Betrüger, Heuchler oder Lügner, noch ein Verräter des Bundes, noch ein Treuloser. Wahrer Glaube reinigt die Seele. Ein wahrer Gläubiger ist bescheiden, großzügig. Er liebt andere und andere lieben ihn stark. Er liebt andere und andere lieben ihn stark. Der Allmächtige Allah sagte so im Koran: Und dass man herauf zu denjenigen gehört, die glauben, einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen und einander die Barmherzigkeit eindringlich empfehlen. Zitat Ende. In einem zweiten Koranvers steht: Beim Zeitalter, der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Zitat Ende. Der Gesandte Allahs, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte so: Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Nachbarn kein Übel zufügen. Und wer an Allah und an den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Gastfreundschaft erweisen. Und wer an Allah und an den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Zitat Ende. Wie schön ist es, sich an die Lehren unserer Religion zu halten, um Sicherheit, Stabilität, Ruhe und Glück in diesseits und im Jenseits herbeizuführen. Wie der Allmächtige Allah sagte, als er die Belohnung der Gläubigen beschrieb: Das sind die Erben, die das Paradies erben werden. Ewig werden sie darin bleiben. Zitat Ende. In einem zweiten Koranvers steht: Die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie werde es einen Lohn geben, der nicht aufhört. Zitat Ende. In einem dritten Koranvers steht: Gewiss, für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird es die Gärten des Paradieses zu gastlichen Aufnahme geben, ewig darin zu bleiben, und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. Zitat Ende. Möge Allah uns den Glauben lieb machen und in unseren Herzen ausschmücken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.